Dieses Spiel verbreitet einfach so eine gute Laune. Willkommen zurück hier zu Let's Play Wii Sports Resort. Wir schmeißen uns wieder an den Schwertkampf ran. Diesmal allerdings nicht zum Duell. Das haben wir beim letzten Mal schon ausgiebig gespielt, würde ich sagen. Wir gönnen uns jetzt das Schnittfest, was wir freigeschaltet haben. Zerteile die fallenden Gegenstände so wie vorgegeben. Schneller als dein Gegner. Ja. Bisschen Fruit Ninja. Allerdings sollte das hier schon vor Fruit Ninja auf dem Markt erschienen sein. Macht auf jeden Fall ziemlich Bock, ist aber auch, ja, man braucht halt Reaktionen. Gut, man kann, glaube ich, auch cheaten, indem man immer wieder auf Pause drückt, aber das ist, nee, mach ich jetzt nicht, ne? Wir gucken uns erstmal wieder die Stempel an, Perfektionist. Wir sind im Einspielermodus ohne einen einzigen Schlag in die falsche Richtung. Okay. Alles Teiler. Alle 19, alle 8 Objekte in der richtigen Richtung geteilt hast. Okay. Moment, was stand da gerade noch? Was du richtig geschnitten hast, wird für die nächsten Runden gespeichert. Okay, also gut. Im Flug geteilt, schaffst du es, ein Objekt im richtigen zu teilen, bevor es auf dem Boden landet. Ah ja, Das ist auch cool. Doppelziffer. Ah, okay, gut, ja, Und neuer Champ ist, klar, ne? Dafür müssen wir, also diese neue Champ-Sachen werden wir wahrscheinlich erst, ich sag mal, in so einem zweiten Run holen oder halt später irgendwann mal, je nachdem, ob ich die dann in der gleichen Reihenfolge mache oder wie auch immer. Aber jetzt geht's halt wirklich erstmal nur darum, so die Minispiele ein bisschen kennenzulernen. So. Da hinten der Flanders, der jubelt uns zu und der... Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung, ich glaube, das sind Standard-Mies. Beziehungsweise irgendwelche Mies, die jetzt nicht aus irgendeiner Serie bekannt ist oder sowas. Ja, ja, hier, ist in Ordnung. Ja, ich... Ach komm, wir scheißen auf das Training. Es ist jetzt nicht allzu schwer. 200 gleich Gegenstände herunter und wir müssen in die richtige Richtung teilen, die angegeben ist, angezeigt ist. Das ist eigentlich alles. Okay. Ja. Yep. Super. Wäre halt ganz geil, wenn wir jetzt hier schon... Oh. Und wenn wir hier bei dem Timer jetzt zum Beispiel so eine Schnapszahl haben, dann ne, wäre das ganz geil. So. Ist auch nicht immer ganz eindeutig, muss ich sagen. So, ah, ich war nur Millisekunden früher als Ryan. Ich lasse mir dann noch recht viel Zeit gerade, ne? Weil ich ja eigentlich schon ganz gerne dieses eine Achievement direkt haben würde. Mit dem alles richtig gemacht und so. Nein! Fuck. Oder, ja, ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, was das hier jetzt so... Was hier so Sache ist beim Schnittfest. Matchpunkt, oh mein Gott. Entschieden. Nicht unentschieden. Ich muss mir das jetzt gleich mal angucken, was da jetzt mal so an Stempeln war, so. Habe ich jetzt gerade nicht so ganz im Kopf. 180, sehr gut. Perfektionist. Hinweis, ja. Wir haben jetzt einen Schwertmarathon freigespielt. Dann habe ich dieses Perfektionist also doch richtig verstanden. Wir müssen einfach, also wir dürfen uns quasi keinen Fehler erlauben. Das ist eigentlich alles. Ne? Und da steht jetzt auch, von wann der ist. Moment, ist das das heutige Datum? Ich glaube schon. Ich glaube, das ist tatsächlich das richtige Datum, wobei... Ja, jetzt ist was umgefallen. Ja, das... Naja, es ist schon Donnerstag mittlerweile. Also es ist... Die Sommerzeit ist quasi nicht eingestellt, aber sonst. Ungefähr richtig, tatsächlich. So. Alles schneiden. So, was genau hier? Im Einspielermodus alle 18 Objekte. Ja, wie kriege ich denn diesen Einspielermodus? Ich habe jetzt bisher nur das Duell. Oder bin ich jetzt gerade ein bisschen... Was genau meinen die? Das verstehe ich nämlich zum Beispiel nicht, noch nicht so genau. Im Flugteil ist ja klar, Doppelziffer ist klar und neuer Champ ist auch klar. Gucken wir mal, ob wir diesen Flugteil vielleicht hinkriegen oder mit dem Timer. Das sind halt auch so Sachen, die man eigentlich dann zufällig bekommt, ne? Aber mit diesem einzelnen Modus muss ich mir nochmal angucken, wann man das dann bekommt. Das kann man generell auch einfach nur hier ein bisschen spielen, ne? Weil wir müssen ja so oder so... Für den Champ brauchen wir so eine gewisse Zahl. Man kann jetzt halt eigentlich auch nicht warten, ne? Was das angeht. Da müssen wir wahrscheinlich dann im Einzelmodus mal ein bisschen. Wenn wir den halt irgendwie jetzt bekommen. Vielleicht müssen wir ihn auch erstmal freischalten, ich weiß es nicht. Also irgendwann kann man sich ja auch halt mal riskieren, dann einfach so in der Luft so nach oben zu schlagen zum Beispiel. Also zum Beispiel einfach mal so zu schlagen. Könnte man machen. in der Hoffnung, dass man dann vielleicht... In die richtige Richtung schlägt. Funktioniert aber natürlich auch nur, wenn man das irgendwie von unten teilen muss. Zum Beispiel so. Ja, gut. Einfach mal versucht, ne? Kann ja klappen. Locker machen die jetzt genau sowas, um mich zu trollen. Ne, die machen jetzt sowas, okay.
Ah, mein Grabber nervt schon wieder in der Vorschau. Aber wie gesagt, der letzte Part war auch wieder ohne Probleme, wenn ich das jetzt... Ja, das ist manchmal ein bisschen schwer, dann so runterzukommen. Schnell. Aber ist eigentlich jetzt nicht so... Nicht so, dass der schneller gewesen. Wie kann das denn sein hier? Kann ja wohl nicht wahr sein. Aber ich würde mich dann doch jetzt ganz gerne mal wegen dem einzelnen Modus umgucken. Wenn wir den denn schon haben. Ich keine Ahnung. Wir haben halt gerade... Wir haben den Schwertmarathon vorhin freigeschaltet nach der ersten Runde. Das weiß ich aber. Ich muss mal so ins Menü und mal gucken. Bisschen stalken hier, was jetzt hier so Sache ist. Hier haben wir jetzt den Schwertmarathon, ne? Genau. So. Ah, Moment, ja, ich glaube, ich verstehe, was die meinten. Es ist nämlich so, dass man teilweise halt Stempel nur bekommen kann, wenn man sie alleine spielt. Also wenn man nicht zum Beispiel mit einem Kumpel oder sowas das Spiel spielt, weil sie dann teilweise leichter sind. Also das jetzt zum Beispiel glaube ich nicht, aber das ist halt gemeint. Und man muss halt einfach alle Objekte einmal in der richtigen Richtung zerteilt haben. Und es gibt dann halt 18 Objekte. Ja, das ist... Das heißt, je länger wir spielen, desto wahrscheinlicher wird es, dass wir das dann irgendwann haben. Es gibt halt diese 18 Objekte und wenn ich jedes dieser 18 Objekte mal richtig geteilt habe, dann bekomme ich halt dieses Achievement. Ist im Endeffekt nur eine Belohnung oder so ein Warmhalter im Endeffekt für, ja, hier neuer Champ, ne? Wenn du hier weiter zockst, dann bekommst du irgendwann dieses Achievement. Also ich bemühe mich darum, die Stempel zu nennen, aber verzeiht es mir, wenn ich zwischendurch einfach nur Achievements sage, weil es sind im Endeffekt Achievements, ne? Ich habe mir jetzt auch nicht gemerkt, was ich jetzt hier schon zerteilt habe und was nicht. Ist auch eigentlich in meinen Augen irrelevant. Oh mein Gott. Wie gesagt, irgendwann werden wir alles richtig haben. Und, ne? Das Schnittfest fand ich persönlich... Dankeschön. Fand ich aber persönlich immer das Schwächste vom Schwertkampf. Wobei der Schwertkampf an sich ein echt geiles Minispiel ist. Jetzt hat er seine Klinge einfach besser positioniert. Das ist echt eine geile Sache. Also ich kann aber gerade zeigen... So kann man das zum Beispiel machen und dann einfach schnell schlagen. Dann kann man es in der Regel durchaus schon schaffen. In der Luft so, ne? Das war jetzt, glaube ich, nicht in der Luft, aber so kann man es theoretisch machen, um dieses Achievement zu bekommen und generell halt auch, um spätere Sachen zu gewinnen. Es ist möglich, es ist halt schwierig. Ne? Aber ich versuche das jetzt nochmal genau so, weil ich will diese Flugfähigkeits-Dingsbums jetzt schon ganz gerne haben. Ich glaube, dann höre ich hier aber auch erstmal auf, weil... Ja, das reizt mich gerade nicht mehr so besonders. Andererseits werden wir den Schwertkampf-Marathon wahrscheinlich jetzt ein bisschen länger durchziehen. Ne, das war zu früh. Okay. Na, ah, shit. Man weiß halt auch nicht genau, wann die runterkommen, ne? Ja, das sagt mir jetzt leider nicht, wie ich die trennen muss. Okay. Ja, das war halt auch wieder nicht gereicht. Ne? Ne, okay. Das hat, glaube ich, nicht gezählt. Scheiße. Ich muss ja eigentlich hoffen, dass die irgendwie von unten so... Das könnte gezählt haben, ich weiß es nicht. Wenn man halt irgendein Objekt mal... Moment, na, scheiße. Von unten töten muss, ne? Dann wäre das halt praktisch. Na, scheiße. Man schafft es sicherlich auch per Zufall irgendwann so, aber... Na, scheiße. Ich weiß nicht, ob das einen schon gezählt hat. Ich bin auch ein bisschen reaktionslangsam, so... Nicht reaktionsschnell, besser gesagt, so... Ach, ich habe gerade keine Reaktion, tut mir leid. Wir hoffen einfach mal, dass es gezählt hat. Wenn nicht, dann holen wir es halt irgendwann später. Wie gesagt, mit dieser Taktik ist es eigentlich nicht so das Ding. Ich wollte jetzt gerade mal ein bisschen langsamer machen, in der Hoffnung, dass ich das dann vielleicht... Was geht bei dir, Cole? Ich bin wohl echt ziemlich langsam. Also später wird es echt richtig Psycho, Alter. Richtig, richtig heftig. Was heißt eigentlich richtig geteilt? Heißt das, dass ich den Punkt bekomme oder dass ich es einfach richtig geteilt habe? Weil man kann ja auch einen Punkt, man kann ja auch das Ding richtig teilen, ohne einen Punkt dafür zu bekommen. Ne? Also ich gehe mal davon aus, dass man dafür einen Punkt bekommen muss, dann. Das wird wahrscheinlich sein. Nee, es hat nicht gezählt. Da, leck mich doch. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann schauen wir jetzt kurz in den Schwertmarathon rein. Also was heißt kurz? Na, Wakeboard noch nicht. Schauen wir kurz in den Schwertmarathon rein. Da gibt es halt jetzt ziemlich viele Level. Kämpfe alle aneinander, angreifenden Gegner nieder, mein Gott. Ja, es ist spät, tut mir leid. Wirst du zum dritten Mal getroffen, unterliegst du den Herden. Ja, das kann man auch nur alleine spielen. Und ist eigentlich ganz geil. Erinnert mich auch so ein bisschen an Nintendo Land, an
Ja, Zelda, wie hieß er denn mal? Triforce? Nee, Triforce hier was nicht, nee. Wie hieß denn das? War da nicht irgendwas mit Triforce sogar? Ist ja schon so lange her, ne? Ja gut, was will ich da jetzt machen? Ich muss da jetzt nicht wirklich trainieren. Ich weiß, wie der Schwertkampf funktioniert. So, jetzt haben wir die Brücke bei Tag. Und wie man halt gerade gesehen hat, es sind, wir haben drei Energiepunkte. Und jetzt gibt es hier auch halt verschiedene, ja, Gegner. Wir haben jetzt einmal diese, ich nenne sie mal, bronzenen Typen und die grünen Typen. Die haben jeweils ein Herz. Und rote später zum Beispiel werden drei Herzen haben. Und ich glaube, es gibt noch so blaue oder sowas oder gelbe. Es gibt auf jeden Fall auch noch welche mit zwei Herzen. Wir haben da unten auch eine Trefferquote. Ich glaube, das ist später ganz wichtig, ganz, ganz geil. Wenn die Trefferquote halt besonders gut ist. Weil je höher die Trefferquote, desto wahrscheinlicher ist sicherlich irgendwie ein Achievement zu bekommen. Wahrscheinlich irgendwie so hier mit 80 Trefferquote oder sowas. Oder ein bestimmtes Level mit 80 Trefferquote schaffen oder irgendwie sowas. Deswegen bin ich gerade auch ein bisschen vorsichtig. Einmal mit Lebensverlust durchkommen, sicherlich auch. So, solche Sachen werden dabei sein, aber wahrscheinlich eher bei den schwierigeren Leveln. So hier der Schwarze zum Beispiel, das ist so ein... Der hält 3 aus, dann waren die Roten, die 2 aushalten. Oh, der hat mich getroffen, wieso? Ich hab doch geblockt. Ach nee, das ist gar nicht die Trefferquote. Das ist die Quote, wie viele Gegner besiegt sind, ich Pfosten. Aber ich glaube, so eine Trefferquote gibt es hier, glaube ich, sogar auch. Beste Kombo 20 und einen, ja, gut, das ist ja... Okay, gut. So. Ja, wir können jetzt, genau. Ich würde mich aber halt gerne noch wegen Stempeln und sowas jetzt... Das kommt jetzt, glaube ich, in dem Screen jetzt, ne, genau. Was haben wir denn hier so? Unverwundbar. Ja, gut, das ist natürlich, ne, eigentlich gar nicht so schwierig. Kämpfernatur, alle... Ich schließe 10 Level 10 erfolgreich ab. Das ist echt schwierig, ja. Durchaus. Und ohne einen einzigen Treffer. Ja gut, das ist zum Beispiel krank. Überrannt. Schieß den letzten Level ab, um erfolgreich zu sein. Okay, ich glaube Level 10 ist halt nochmal was anderes als das letzte Level. Das letzte Level, ich glaube, das gibt es nämlich... Es gibt irgendwie alle bei Tag und alle bei Nacht oder irgendwie sowas. Irgendwie, man muss dann mal ganz zurück, irgendwie was ganz komisch. Schieß den letzten Level ab, ja genau. Ja, doch, das ist so krank. Also Level 10 wahrscheinlich schon ist krank, aber alles so ist echt krank. Und da sind wir dann halt schon wieder im Bereich der... Core-Game, also das ist jetzt wirklich wieder... Das kann man wieder hardcore suchten. Da kommt es also wirklich nicht auf irgendwie eine Trefferquote an, sondern wirklich nur, wie viele Gegner man sieht. Da gut. Ja. Und deswegen habe ich halt gesagt, teilweise kann es echt ziemlich, ziemlich übel werden, die ganzen Stempel zu sammeln. Auch weil es hier zum Beispiel, das ist zum Beispiel wieder so ziemlich schwierig einfach nur. Und da weiß ich halt nicht, ob ich das wirklich jemals machen will. Beziehungsweise, ob ich das dann halt jemals schaffen werde. Ich werde sicherlich mal versuchen, aber... Ne, das zu seiner Zeit. Erstmal wollen wir hier alles nur so ein bisschen erkunden. Deswegen würde ich jetzt mal sagen, wir zocken jetzt noch das Level und das nächste Level. Dann ist wahrscheinlich schon wieder der Part vorbei. Ja, wir zocken uns jetzt bis zum Ende des Parts, sagen wir es mal so. Also bis ungefähr 20 Minuten erreicht sind. Wann das der Fall sein wird, weiß ich nicht genau. Und dann können wir ja beim nächsten Mal mit Wakeboard anfangen. Ich würde mal sagen, das ist eine ganz gute Idee. Haben wir jetzt 3 Parts für alle 3 Modi im... Bei hier Dingsbums verbraucht, beim Schwertkampf. Genau, jetzt haben wir unverwundbar. You did it! Herrlich. Zum Glück sagt das ein bisschen besser als Dora. Ja, gut. Let's do this. Ach ja, ich gucke natürlich in letzter Zeit ziemlich viel von Vivi-Vlogs. Den größten ESC-Vlog, den es gibt. Weil halt gerade ESC ist, ne? Ich schätze mal, dieses Video wird einen Tag nach dem ESC hochgeladen, sogar. Vielleicht hätte ich im letzten Video mal darauf hinweisen sollen. Ah! Ja. Wenn dem tatsächlich so ist, wenn ich das tatsächlich bis Samstag und Sonntag jeweils, fertig machen werde. Jetzt ist unverwundbar eigentlich völlig wurscht. Ich wollte noch auf irgendwas dann hinaus. Irgendwas wollte ich hinaus. Ach ja, ich glaube deswegen werde ich, das Video am Samstag einfach mal um, keine Ahnung, ich sag mal 16 Uhr freigeben, also nach den normalen Videos, damit es auch gesehen wird. Auf meiner Seite so irgendwie, ne? Damit das nicht irgendwie untergeht in den 3 Videos. Und, ja. Sonst werde ich das wahrscheinlich wieder um 20 Uhr, schätze ich mal, uploaden. Oder für euch freigeben, besser gesagt. Nein! Da! So. Down! Die rote war schwieriger als der schwarze. Das ist auch nicht schlecht. Ja, ich mag das auch unglaublich. Also das hier ist wirklich jetzt mal so mein, erstmal mein Liebling vom Schwertkampf. Aber er kommt auch schon ziemlich nah an... Ja, es ist generell finde ich das halt ziemlich geil, so. Ist eins meiner Favorites bei den Minispielen.
Ja, ich würde sagen, sonst, also, besser gesagt, Sportarten sind sie ja eigentlich, ne? Sonst dazu zählt auf jeden Fall noch das Radfahren, das ist ziemlich geil. Ich glaube, das ist einfach mein Favorite, weil ich das damals so totgesucht habe. Das war das erste Minispiel, was ich komplett durchgespielt habe, weil es einfach so unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und vor allem habe ich da halt auch Woohoo Island erkunden können, ne? Und dann halt das zweite, wo ich Woohoo Island erkunden konnte, nämlich diesen Flugmodus. Also da gibt es einmal Flugkampf und dann gibt es halt wirklich auch noch irgendwie so Erkunden. Wenn ich mich nicht täusche. Wie gesagt, es kann sein, dass ich das jetzt mit Pilot Wings Resort auch teilweise verwechsel. Deswegen, ne, sollte ich da jetzt irgendwelche Fehlinformationen verbreiten, für die, die das Spiel kennen, dann tut's mir leid. Pilot Wings ist auch ein sehr, sehr geiles Spiel. Also Pilot Wings Resort. Pilot Wings damals gab es ja auch irgendwie für, ich weiß gar nicht, für welche Konsole es das damals gab. Ein ganz, ganz alter Schinken. Nie gespielt. Bin ich auch, glaube ich, ganz froh drum, weil ich da mal was von gesehen habe. Ich glaube, ich habe so eine Demo angespielt. Irgendwo, bei irgendeinem Spiel gab es da so Demos. War das nicht sogar Smash Bros? Ich meine, da gab es doch irgendwie dieses Pilot Wings, was man so anspielen konnte für irgendwas. Ich meine, Smash Bros. Für die U. Da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal was von diesem Pilot Wings gesehen. Das sah, seiner Zeit entsprechend aus, würde ich jetzt einfach mal sagen. Deswegen, ne. Gut, aber wir schaffen ja hier eigentlich doch recht viel. Also, im Gegensatz zum Beispiel, ja gut. Nee, also generell, also die Schwertkampf-Modi sind ja eigentlich alle, dauern alle nicht besonders lang. Ich hätte jetzt noch gesagt, hier das hier, weil es Story hat und man halt relativ lang hier laufen muss, so gesehen. Also, habe ich eigentlich gedacht, dass das am längsten dauert, aber irgendwie, ich gucke gerade die ganze Zeit auf die Uhr, irgendwie, es scheint nicht so. Vielleicht kommt es mir einfach nur so vor, weil es halt immer was anderes ist und es kommt mir so vor, als hätten wir schon voll viel geschafft. Und wenn ich halt immer redundant die einzelnen anderen Modi gemacht habe und dann halt auf verschiedene Gegner gestoßen bin, das war halt immer dasselbe, was ich gemacht habe. Und da ist mir vielleicht einfach nicht aufgefallen, dass ich irgendwie Fortschritt hatte. Und hier fällt es mir jetzt auf. Und vielleicht fällt mir deswegen auf, dass es eigentlich doch gar nicht so lange dauert alles. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich doch positiv überrascht, dass wir hier doch recht schnell durchkommen. Also jetzt ist auch eigentlich noch kein Problem. Vor allem, wenn man jetzt nicht wie wild draufhaut. Was ich ja schon mal im ersten Part da angesprochen hatte. Beim ersten Modus. Ja, komm schon. Was laber ich eigentlich von wegen zwei Modi, drei Modi und drei Parts? Das ist doch jetzt erstmal das zweite Video. Ich bin irgendwie ein bisschen, ne? Bisschen durch gerade. Ich weiß nicht. Ich will auch jetzt hier dort definitiv noch ein bisschen Schwertkampf weitermachen. Also hier diesen Marathon. Ich finde das einfach geil, ne? Also, so ist es nicht. Aber ich würde das halt so gesehen lieber später machen, dass wir halt ein bisschen Abwechslung jetzt erstmal am Anfang haben. Wie gesagt, wie es dann später wird mit der Abwechslung ist die andere Sache, je nachdem, was wir halt noch holen müssen. Wenn wir uns dann halt ein Minispiel schon ganz abgeschlossen haben oder sowas. Aber ich möchte halt quasi erstmal so ein bisschen so eine Art Let's Show machen. Dass ich halt in wirklich jedem Video so ein oder zwei Disziplinen hier so vorstelle. Also nicht wirklich Sportarten, sondern auch halt diese Unterkategorien dieser Sportarten. Wie zum Beispiel jetzt hier beim Schwertkampf gibt es ja auch drei. Und dass ich dann halt später so, dass ich jetzt halt wirklich so ein bisschen casual bin und dann später ein bisschen hardcore das Spiel suchte. Das ist jetzt, glaube ich, so meine Intention erstmal. Deswegen werde ich jetzt noch, ich spiele diese Spiele quasi an. Ich spiele diese Modi an. Und ja, deswegen machen wir jetzt noch ein Level. Das passt, glaube ich, noch ganz gut in die Zeit. Und werden dann beim nächsten Mal tatsächlich erstmal waveboarden. Was auch sehr geil ist, auf jeden Fall. Ich denke, das kann man aber nicht so tot suchten. Also wir werden dann sehr wahrscheinlich direkt relativ schnell zum nächsten gehen. Ich glaube, das ist Frisbee. Ich glaube, Frisbee und Bogenschießen sind die nächsten. Jetzt habe ich gegen mein Headset geschlagen. Weil Wakeboarden an sich dauert nicht lange und ist, glaube ich, nur so Rekordfarmerei. Wobei, es gibt, glaube ich, Anfänger, Fortgeschrittene und Profi. Deswegen könnte das doch ein bisschen länger dauern, als ich vielleicht erwarte. Aber an sich spielt man das nicht so, kann man das nicht so irgendwie, man kann da jetzt nicht so durchspielen wie hier, sag ich mal irgendwie. Ich weiß nicht, also es wird wahrscheinlich ein bisschen schneller gehen als jetzt hier der Schwertkampf. Und es gibt halt auch nur einen Modus. Und ja, dann können wir halt schon mit Frisbee weitermachen, würde ich sagen. Nach dem ersten Part, also ich habe ja mir den Part mal angeguckt und sowas, ob da wirklich irgendwie alles in Ordnung ist. Und dann habe ich mich wirklich gefragt, ob ich noch einen zweiten Part zocken will, ne? Und jetzt, wo ich wieder am Zocken bin, ich habe einfach so unglaublich Lust, direkt weiterzumachen und den dritten Part noch aufzunehmen, was ich auf jeden Fall jetzt tun werde, weil ich einfach unglaublich Lust auf dieses Spiel habe. Das ist echt krass. Ah, Julie. Ja, Julie sagt mir auch noch was. Die kenne ich auch noch. Die fand ich immer ganz cool. Vor allem, weil ich die eben vor allem mit diesem rosa Outfit kannte. Also eigentlich ist die ganz cool irgendwie so als Mii, aber es sind ziemlich schwierige Gegnerin teilweise, muss ich sagen. Auch Theo, ne? Theo Hiromi, ey, oh mein Gott.
Katrin, Chica. Mhm. Die werden wir alle nochmal sehen, diesen Namen, genau. Wie hieß der nochmal? Shoje, genau. Oscar. Das sind halt alles. Und Ursula wieder, die Ursula. Ich hasse diese Ursula ja, ne? Das ist. Hab ich, glaube ich, vorhin schon mal gesagt. Das ist diese. Nee, Sota ist das. Ich glaube, es gibt nämlich auch so ein Ei oder so. Gwen, genau. Die haben wir mir, die haben wir auch schon gesehen. Und Sarah, genau. Das ist die, gegen die ich immer beim Tennis. Nicht verloren, aber gegen die ich beim Tennis gespielt habe. Genau wie Eliza oder Lisa oder wie auch immer man sie aussprechen mag. Man baut so eine Beziehung zu diesen auf und zu diesen Mies auf und dann sagt man so, boah, ey, die schon wieder, ey, da weiß ich doch, dass ich jetzt wieder sterben werde oder so. So, das finde ich einfach richtig cool. Das ist richtig cool. Das sind eigentlich nur irgendwelche Mies, die man so random auswählen kann, auch um selber damit zu spielen, aber in diesem Fall hier haben die einfach, die haben so eine Bedeutung, wenn man direkt weiß, okay, gegen die habe ich schon mal gespielt, ja, die ist das wieder und so. Irgendwie, das ist ganz cool. Das hat was. Ja, also, ins Hardcore Gaming werden wir dann später einsteigen, hier beim Schwertkampf. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal beim Waveboarden wieder dabei seid. Und Frisbee werden wir wahrscheinlich auch schon direkt spielen. Und ich freue mich auf jeden Fall wahnsinnig drauf, weil das Spiel macht einfach so viel Spaß. Bis dahin. Tschüss.